Damit seid gewusst, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon zu einem neuen Part. Pokémon die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Mein Team ist hoffentlich geheilt, ja. Wir versuchen es heute nochmal, ihr seht schon. Wir geben heute nochmal unser Bestes und kämpfen noch ein paar Mal gegen den Rivalen Gary, der uns hier entgegenkommt und uns nicht durchlassen will. Zur Siegesstraße und zur Top 4. Ja. Irgendwann schaffen wir es schon. In dieser Hoffnung werden wir heute mal ein paar Versuche gegen Gary schaffen. Mal schauen, ob am Ende des Parts ein Ergebnis erzielt wurde. Wir haben ein bisschen trainiert im letzten Part. Schauen wir mal. Auf geht's. Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Ohren. Das ist cool. Zwergi, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Hast du schon mehrere Male. Du musst dich nicht mehr aufwärmen. Du bist schon stark. Sandama. Okay. Ja, irgendwann müssen wir es ja machen, irgendwann müssen wir es schaffen. Ja. Keine Wirkung. Stimmt, ja, da war ja was. Ja, vielleicht irgendwann beim 25. Versuch. Und bis dahin ist schon mal Pikachu besiegt. Ein gutes Omen für diese Versuche. Ich versuch's mal mit Georg. Ja, wir werden es heute einfach mal gefühlt 100 Mal versuchen, bis wir es einfach durchhaben. Und ja. Okay. Die Attacke hat schon mal nichts gebracht. Nicht. Was passiert hier gerade? Das wüsste ich ganz gerne. Oh, ich sehe gerade, ihr seht das Sandama nicht. Das passiert hier gerade. Aber ihr wisst ja, dass das ein Sandama ist. Na komm, setz doch mal was ein, Georg. Was ist denn hier mal los? Na komm, wir wollen das heute nach Möglichkeit schaffen. Und mal weiterkommen zur Siegesstraße. Ja, nach Möglichkeit. Sternschauer. Es richtet nicht viel aus. Ja. Man will dann natürlich auch nicht das Projekt so abschließen, dass man einfach aufgibt. Also, ja. Habe ich, glaube ich, schon mehrere Male gesagt. Aufgeben ist nicht wirklich die Option. Das haben wir schon in Pokémon Weiß Edition gemacht. Das ist dann sehr unschön, wenn man ein unbeendetes Let's Play hat. Das ist für euch unschön und für mich ist es genauso unschön. Das macht niemandem Freude. Dann verpasst man Teile des Spiels und ja. Bei den Pokémon Weiß waren das wirklich schon tragisch viele Momente, die wir verpasst haben, das Schloss von den Bösewichten und so weiter. Also da gab es schon einige Sequenzen, die danach noch nach der Top 4 kamen, die wir wirklich auf tragische Weise verpasst haben. Okay, der Attacke ist auch auf tragische Weise daneben gegangen. Und selbst wenn hier bei Pokémon Gelb zu kommt, nach der Top 4 nicht mehr viel. Ich würde sagen, so fast gar nichts. Bis gar nichts. Ja, da ist das Spiel eigentlich vorbei. Aber trotzdem will man es doch irgendwie beendet haben. Und
irgendwie, ja. Ich meine, Pokémon Weiß werden wir auch irgendwann in 2-3 Jahren nochmal Let's Playen. Da bin ich mir recht sicher. In 2-3-4 Jahren, falls es YouTube dann noch gibt und falls ich dann meine Let's Plays noch hochladen kann. Mal schauen, wie das alles mit Artikel 13 jetzt wirkt. Und mit dem heute beschlossenen, also gestern beschlossenen, wenn ihr das Video seht, dem gestern beschlossenen Tarek, hat schon so einen lustigen Namen. Ja. Ich will jetzt hier nicht über Politik reden, aber ja. Mal schauen, ob ich in 2-3 Jahren noch Videos produzieren werde. Wenn, dann wird es garantiert irgendwann ein Pokémon Weiß Let's Play geben, Let's Play Again. Ja, sicherlich werde ich auch irgendwann mal Pokémon Schwarz 2 spielen, das habe ich auch. Pokémon Weiß und Pokémon Schwarz 2, das muss natürlich auch noch kommen. Aber irgendwann, ja, gibt es natürlich die Möglichkeit, das wieder zu machen. Trotzdem ist das auf lange Frist jetzt, also auf lange Sicht jetzt nicht die, lange Frist, wie komme ich denn darauf, auf lange Sicht jetzt nicht die Möglichkeit, wenn nicht jedes Let's Play will man dann nochmal wiederholen und das, ja, Okay, mein Team scheint schon ziemlich im Arsch zu sein, vor allem jetzt gegen Austos. Haben wir wieder irgendwelche Items dabei? Leber habe ich dabei. Haben wir noch irgendwelche Hypertränke an Bord? Hypertränke, Tränke und was anderes. Natürlich haben wir das nicht. Keine Tränke, ein Beleber. Ja, hilft nicht viel. Aber gut. Immerhin etwas. Was soll ich mit einem Beleber und gar keinem Trank? Ich habe wohl einfach kein Geld. Daran wird's liegen. Ja, eine Wasserattacke gegen Austos, das wird's viel bringen. Ja. Ich versuche hier einfach bis zum Ende noch ein bisschen zu kämpfen. Vielleicht kriege ich noch ein paar weggeschlagen. Okay. Von Blizzard habe ich mir eigentlich mehr erwartet. Und da war Surfer doch fast effektiver. Nicht nur fast, da war Surfer viel kräftiger. Naja. Wie gesagt, vielleicht beim 25. Versuch. Was irgendwann mal hin. Ich würde sagen, 4-5 Versuche können wir heute noch in den Part packen. Schon zu Beginn des Parts nicht reden können. Das ist natürlich die beste Bedingung für ein Let's Play. Sätze formulieren. Das wäre eine Fähigkeit, die für ein Let's Play eigentlich nicht schlecht sind. Ja, ich glaube 3 oder 4 machen wir. 4 versuchen wir es mal reinzukriegen. Möglichst viele Versuche. Alle guten Dinge sind 25, wissen wir ja. Wir haben schon vorher ein paar Versuche gemacht. Vielleicht schaffen wir es ja First Try. Beim 7. Versuch. First Try. Mit I. Muss man immer wieder betonen. Na, vielleicht irgendwann. Austos haben wir den bald besiegt. Ja, Schlock ist verwirrt, aber er kriegt nicht ordentlich, nicht wirklich Schaden. Tut sich nur selber irgendwie weh. Austos greift nicht wirklich an. Kann das sein? Surfer, na komm. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin, Austos zu besiegen. Na komm. Noch einmal. Dann haben wir ihn. Den Austos zumindest. Dann geht's weiter mit dem nächsten. Nice. So, Austos besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte für Schlock. Das ist gut. Neues Level. Das ist noch besser. Magneton. Ja, die Hälfte haben wir schon. Immerhin.
Ich versuche es natürlich auch noch ein bisschen. Vielleicht können wir da ein bisschen noch was machen. Naja gut, Wasser gegen Elektro ist jetzt nicht sonderlich klug, aber was bleibt uns übrig? Na komm, setz was ein, Sherlock. Sherlock, kämpfe. Bis zum Schluss, wollte ich gerade sagen. Ja gut. Georg, halb besiegt. Schaufler. Keine Wirkung, das ist sehr gut. Haben Elektroattacken generell keine Wirkung auf Georg, oder? Nice, da waren es noch zwei. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie hin. Kadabra. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Frost 2 in diesem Part, das wäre mal nice. Ich will es nicht aussprechen, weil sonst passiert es gleich, dass wir noch besiegt werden. Aber ja, na komm, vielleicht mit Schaufler. Schaufler ist eine effektive Attacke. Nice, Kadabra besiegt. Das bringt Erfahrungspunkte. Letztes Pokémon, Flamara. So weit waren wir noch nie. Das muss ich sagen. So weit waren wir noch nie. Los, Schaufler. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ein kleiner KP. Oder zwei. Schaufler. Na komm, 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 na komm. Nice. Nice. Da haben wir es First 2 in diesem Part geschafft. Naja, First 2 ist es nicht wirklich, aber... Ja. Wirklich. Erster Versuch hier. Level 48 für Georg. Und wir haben es geschafft. Ich glaube es ja selber nicht. Wir haben Gary besiegt. Nice. Der Wahnsinn. Ich war zu unvorsichtig. Zwergi gewinnt 3445 Pokémon. Geht siegreich aus dem Kampf gegen den Rivalen Gary hervor. Den finalen Kampf gegen Gary. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Zwergi, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Er sagt es. Er sagt die Wahrheit. Das ist er. Er ist ein weiser Mann. Mein Rivale ist ein weiser Mann. Ich muss mehr trainieren. Das habe ich schon in den letzten Parts oft genug gesagt. Es ist wahr. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Okay, dann kommen wir mal weiter und trauen uns an die Siegestraße und an die Top 4. Ja. Auf dass wir nicht zu kläglich versagen. Da wären wir also. Siegestraße. Da haben wir sie. Okay, der Durchgang zur Siegestraße. Oh, du trägst den Felsohren. Dann darfst du weitergehen. Okay, will ich denn weitergehen? Oder soll ich vielleicht erstmal mein Pokémon-Team heilen? Ah, okay, hier geht's weiter. Warte kurz. Ich gehe mal kurz zurück. Und heile mein Pokémon-Team. Dann komme ich wieder her. Ist nur die Stadt nebenan. Komm gleich wieder. Die Siegestraße. Und da werden wir. Den ersten Ort haben wir schon vorgezeigt. Bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Sekündchen. So. Wollen wir mal. Auf dem Weg zur Top 4. Zur Pokémon-Liga. Haben wir den Gary besiegt. Final. Nein, ein wildes Pokémon hält uns noch auf. Ein Nidoran. Männlich hält uns auf. Level 4. Du willst mich aufhalten. Ich habe gerade gegen Gary gewonnen. Och nein. Bin ich runtergesprungen. Warte kurz, ich muss mal kurz speichern. Ich will das einfach mal abspeichern, bevor das Spiel jetzt noch zufällig abkratzt. Ich kenn's ja. Den Spielstand einmal speichern. Kennt es ja immer, wenn man was Bahnbrechendes erreicht hat, dann kratzt kriegst das Spiel ab. Ja. Immer dann, wenn es am wenigsten passt. So. Da wären wir also Siegestraße.
auf in die Siegerstraße, auf Richtung Top 4. Ja, dem haben wir das schon vorgezeigt, unseren ersten Ohren. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Du darfst passieren. Aha. Okay, hier haben wir schon ein bisschen mehr Raum. Ah, hübsch. Okay, der Raum ist schon ein bisschen größer. Ist das die Siegesstraße oder kommen da noch ein paar Pokémon-Kämpfe? Okay. Der nächste Wärter. Du darfst passieren. Nur wenn du bereits den Donnerorden besitzt. Wunderbar, du darfst passieren, du trägst den Donnerorden. Okay. Na dann, weiter geht's voran. Es gibt hier so mehrere Wege. Alles klar, wird immer breiter und immer größer auf dem Weg zum Indigo-Plateau. Jo, Kopfkratz. Oh. Du darfst nur passieren, wenn du surfen kannst. Und wenn du bereits den Farborden besitzt. Wunderbar, du trägst den Farborden. Okay, du darfst passieren. Du kannst auch nur passieren, wenn du den Farborden trägst. Sonst kommst du hier nicht lang. Surfen. Zweige steigt auf Schluck. Okay. Dann surfen wir mal zum nächsten Wärter, der uns durchlässt. Oh, ein Trainer am Wasser. Darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden besitzt. Ach, das ist die Wächterin. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Ich dachte, das ist ein schwimmender Trainer. Okay, du darfst passieren. Hier auf der Siegesstraße. Ein schwimmender Trainer. Hätte sein können. Okay, hier eine Insel in der Mitte. Verstecktes Item oder was? Nein, ein Pikachu. Auch süß. So. Schwimm, Schlock. Zwing steckt auf Schlock. Der Arme. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden besitzt. Wunderbar, du trägst den Sumpforden. Okay, du darfst passieren. Alles klar, auch keine wilden Pokémon hier auf der Siegesstraße. Das, ja, das ist was wert. So, hier wären wir. Oh, hohes Gas. Da sagte ich gerade keine wilden Pokémon. Und schon das hier. Na, ein Labyrinth aus Steinen. Ah, okay. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Vulkanorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Vulkanorden. Okay, du darfst passieren. Mach ich doch glatt. So, dann geht's hier weiter im hohen Gras. Sind da jetzt wilde Pokémon drin? Oder nicht? Ich gehe direkt dran vorbei, wir werden es nicht bemerken. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Erdorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Okay, du darfst passieren. Siegesstraße, Pokémon-Liga. Okay, sind wir schon da, oder ist das jetzt erst die Höhle, die große, schwere Siegesstraße? Jo, das ist die große, schwere Siegesstraße, die große Höhle. Alles klar. Das kommt also auch noch auf uns zu. So, du benötigst Stärke, um den Fels zu bewegen. Das ich hoffentlich habe. Schaufner. Fliegen. Stärke. Super. Wollte gerade schon sagen, das wär's. Bis hierhin und dann keine Stärke mit dabei gehabt. Das war jetzt blöd. Okay, auf in die Höhle der Siegesstraße. Und gleich ein Zubat hier in dieser Höhle. Ja, was?
Also sind wir auf dem Weg zur Top 4. Ja, gut. Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Top 4, muss ich sagen. Ja, was vielleicht daran liegt, dass wir keine Items haben und auch nicht wirklich Geld. Sieht zumindest so aus, als ob wir kein Geld hätten für Tränke bei der Top 4. Okay, das war blöd. Da kommen wir nicht vorbei. Müssen wir vielleicht einen anderen Weg nehmen, hier entlang. Okay, nein. Was haben wir hier? Ist das ein Pokéball oder was? Einfach nur ein kleiner Stein auf dem Boden. Ein Stein. Los, Pikachu! Flieh! Obwohl, wir könnten hier auch sehr gut trainieren, aber was soll's. Ach so, das ist das Teleportfeld, falls wir wieder zurück wollen. Okay. Ich versuch mal hier durchzukommen. Wird ja wohl irgendwie gehen. Hier kommen wir nicht weiter. Das Rätsel. Oder wir müssen den hier auf die Platte dort hinten verschieben. Klingt relativ unwahrscheinlich, aber... Ja. Schieben wir einfach mal ein bisschen. Warum nicht? Könnte was bringen. Okay, nicht zu weit schieben. So könnten wir das Rätsel gebacken kriegen. In Onyx. Ja, lass mal lieber. Trainieren ist hier gut. Aber erstmal müssen wir diesen Stein hier wegkriegen. Ja. Wir sollten wirklich trainieren. Das hat der Gary schon ganz gut gesagt. Das ist gar nicht falsch. Onyx. Noch ein Onyx. Trainieren vor der Pokémon-Liga ist gar nicht so schlecht. Machen wir auch noch im nächsten Part. In diesem Part hier noch das erste Level hier, die erste Rätsel-Sache hinkriegen. Können wir im nächsten Part in der Höhle ein paar Zubats und ein paar Onyx und ein paar Kleinsteins wegratzen. Ja, können wir im nächsten Part die Siegesstraße ein bisschen erklimmen. Da passiert nichts. Okay, ich dachte mir, das könnte sein. Es wäre... Oh, ja, das ist ein Lösungsweg. Da können wir jetzt durch. Da war scheinbar eine Wand im Weg. Verstehe. Oder eine Schlucht, die jetzt geschlossen wurde. Wie auch immer. So. Immer noch ein bisschen, wenn der Kampf vorbei ist. Da ist der Schatten immer noch da. Die Wand. Ja, die verschwindet dann immer erst, wenn man aus dem Kampf kommt. So. Trainerin. Die wir gleich mehr herausfordern sollten. Aber erstmal dieses Kleinstein beiseite schieben. Ja, eine Trainerin. Dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, dieses Video. Ich mache an diesem Punkt Schluss für heute. Haben wir was Tolles geschafft. Wir haben Gary besiegt und haben uns durch die Kontrollen geschleust. Und sind hier in der Siegestraße gelandet. Im nächsten Part Siegestraße-Kämpfer. Ich speichere gleich mal zwischen, damit wir hier im nächsten Part auch anfangen können. Bis dahin, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, habe ich das schon gesagt, kann man nicht oft genug sagen. Daumen nach oben, man sieht sich im nächsten Part oder in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Habt einen angenehmen fürstlichen Tag, bis dahin, ciao, ciao.